Zurück zu Clash Royale. Ich habe mir gedacht, schauen wir mal, wie weit ich komme in der Folge. Ja. Ich würde dann nämlich erstmal schauen, wie viel ich davon gewinne, von den Spielen, wie viele Pokale ich habe. Aber schauen wir mal. Wir fehlen jetzt noch ein bisschen mehr als 100 auf die nächste Arena. Läuft. Okay. Bis 35.000 geht's eh gut. Also bis 5.300 ist es kein Problem bei mir jetzt, das zu halten. Aber 5.400 ist dann schon. Kommt halt immer auf die Gegner drauf an. Wir haben ein bisschen mehr Leben auf dem Turm. Von dem her wird warten, bis ich was setze, wahrscheinlich. Ich mach mal so. Kommt was? Da muss was kommen. Ja, okay. Also, tendenziell, ich muss jetzt nichts mehr setzen. Ich setze mal den Schweinereiter, ich schau mal, ob der überhaupt noch spielt. Nein. Ja, okay, dann fahren wir da drüber, dann sparen wir uns Zeit. Gehen ein bisschen schneller. Dauert dann nicht allzu lange. Komm. Mach. Let's go. Ja. Do you know who I am? Ja, weiter geht's. Und dann würde ich nochmal die Skelette dazu setzen, dann geht's ein bisschen schneller. Sagen wir noch mal danke. Und das war's. Ist okay. Genau. Dann machen wir gleich weiter. 5418 ist ganz okay, aber geht natürlich besser. Jetzt schauen wir mal, was der Gegner hier macht. Ob der auch wieder wartet, die haben halt alle schon Turm auf 13 um. Aber okay. Ist jetzt so ein X-Bogen-Deck. Tendenziell okay. Und halt ein bisschen nervig, weil man da immer aufpassen muss, wann er den X-Bogen setzt. Aber das sollte ich hinkriegen. Ja. Okay. Hogrider, ja, den Schweinereiter. Da konnte ich sogar verteidigen. Sogar besser als erwartet. Gut, ich habe momentan mehr Schaden gemacht an seinem Turm. Bin auch in Führung. Und dem her, wir schauen mal. Ich würde da die Hexe setzen. Oh, ist sogar ganz okay. Ja, Holz. War jetzt nicht ideal von mir. Aber gut, wir warten. Komm, ja. Kommt tatsächlich wieder was. Ich warte auf den einen Moment, wo er die Skelette besiegt. Ja, jetzt. Jetzt macht er halt ordentlich Schaden am Turm. Komm. Bitte. Das ist halt das Nervige an den X-Bogen-Decks. Aber okay. Ich versuche Elixier zu sparen. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Und dann halt immer nur zum Verteidigen auszugeben. Ja, da muss ich jetzt die 3 raushauen. Ja, wie soll ich denn den verteidigen? Ja, ich greife mal an. Ist okay. Komm. Natürlich lasst du dich treffen. Was denn noch sonst? Komm. Komm her da. Komm ich irgendwie noch auf den Turm? Ja. So halb. Nur so halb komme ich hin. Komm. Mach.
Haben wir ein bisschen Schaden, ja. Aber halt so viel bringt es jetzt auch nicht. Komm. Auch noch ein bisschen Schaden am Turm. Komm, bitte. Das wäre so stark. Ja! Und jetzt verteidigen wieder. Komm. Let's go. Let's go. Spar dein Elixier. Hopp, rein da. Okay. Kommt der X-Bogen von ihm noch? Wir warten ab. Wir warten ab, ob der X-Bogen kommt. Ja, aber sieht gut aus. Komm. Dann gehe ich schon mal auf den Turm. Um einfach ein bisschen Schaden machen zu können. Komm. Dann wechsle da rein. Komm. Let's go. Ja. Machen wir ein bisschen Druck hier auf den Turm. Schauen wir mal, ob das klappt. So ich mir das vorstelle. Komm. Sieht aber gut aus. Also ich habe schon eine Menge Schaden gemacht. Komm. Dann mal so. Dann so. Komm. Ja, geht zum Glück auf den Mega-Ritter. Das ist in Ordnung. Hopp, komm her. Hopp, ja. Kriege ich noch den Schweinereiter. Dann greife ich mal vorne an wieder. Let's go. Let's go. Komm. Let's go. Ja. Komm weiter. Machen wir mal. Ja, ist okay. Dann hier hinten wieder die Hexe. Hopp. Komm drauf. Und mal in Richtung Turm. Mega-Ritter kommt gleich. Ja, das sollte ich haben. Das sollte ich auf jeden Fall haben. Wir schauen dann noch, wie viele Pokale ich dafür kriege. So haben wir das gewonnen. Sehr gut. Sehr gut. Und weiter. Ich würde sagen, das machen wir noch. Wenn ich das gewinne, dann schauen wir mal, ob wir noch eins machen. Weil ich bin ja jetzt kurz vor der nächsten Arena. Aber kann auch schnell wieder runtergehen. Komm. Let's go. Ja, okay, hat halt Schaden gemacht. Ich gehe nochmal ein bisschen auf die Seite und dahin. Vielleicht kriege ich die drei Elixier noch. Ne, ich würde eher auf die vier sparen, um dann mit den Schweinen angreifen zu können. Ja, okay. Schade. Will ich aber so lassen. Komm. Ja. Da den Ritter rein. Kommt noch ein Schwein. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich habe mir sogar gut Schaden gemacht. Kommt er noch? Op. Setzt er noch was? Vorerst mal nicht. Okay, dann muss ich wieder setzen. Weil ich... Ja, er hat halt den Vorteil mit dem Schaden. Auf dem Turm. Komm. Ja. Sehr gut. Okay, lass ich mal für den Anfang so. Komm. Ich würde jetzt dann schon langsam auf Luft gehen. Gegen den Inferno-Drachen. Das machen wir dann so. Ja, okay. Warum nicht? Komm. Jetzt dann rein. Okay. Kriege ich ihn? Ja. Kriege ich sogar. Komm. Ja.
Ist okay. Let's go. Komm. Ja. Dann hier die Schweine. Geht schon. Dann kann ich mal wieder auf die andere Seite angreifen. Da machen wir es so. Komm. Ja. Hopp, komm. Und dann hier auch wieder let's go. Komm. Macht das schon dazu. Hopp, komm. Ja, ein bisschen Schaden konnte ich wieder machen. Da müssen wir verteidigen auf der Seite. Und ich muss dann wieder auf der Seite angreifen. Mir fehlt halt jetzt auch das Elixier dafür, sich zu verteidigen. Komm. Warte, ich setz mal. Ich müsste mich nämlich jetzt selber verteidigen. Komm. Also darf mir nicht allzu viel Schaden jetzt machen. Nicht, dass hier mein Turm weg ist. Komm, bitte. Ah, schade. Hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.